diese geplante sinnlose Zerstörung eines zweiten Parks, des Landschaftsparkes Rosenstein, wegen zweier verkehrstechnisch sinnlosen Tunnelprojekte, nämlich S21 und Austunnel, den Autotunnel. Diesen Mords lehnen wir weiterhin ab. Diese unwiederbringliche Zerstörung in Stuttgart scheint dem Anzeichen nach in greifbare Nähe zu rücken. Und dies zudem ohne Sinn und Verstand bei den Projektverantwortlichen, weil das ganze Projekt S21 weder finanziert noch technisch durchführbar ist, sondern noch weitere Zerstörung zur Folge haben, nämlich wird. Nämlich die Mineralwasserzerstörung und die Gefährdung des Baubestandes an den Hängen des Kessels. Ein weiterer und derzeit entscheidender Punkt ist jedoch folgender. Finanzminister Nils Schmidt hat den Gestattungsvertrag noch nicht unterschrieben. Mit dem Gestattungsvertrag würde das Land der Bahn erlauben, im Rosensteinpark zu fällen und ein zweites GWN zu errichten und eine Wüstenei zu hinterlassen. Also ist unsere Forderung folgende. Herr Schmidt, lassen Sie den Stift zur Unterschrift des Gestattungsvertrages liegen. Sie als Finanzminister sind uns Bürgern mehrere Dinge schuldig. Völlige Kostentransparenz. Und Sie wissen, dass diese nicht gegeben ist. Schutz der Mineralquellen. Und Sie wissen, dass diese ebenfalls nicht gegeben sind. Schutz des Lebens der Ihnen anvertrauten Bürger bei Brandkatastrophen. Und Sie wissen, dass es für diesen Halbtief-Schrägbahnhof bei Brandkatastrophen kein den Normen genügendes Brandschutzkonzept gibt. Es gibt auch, wir fordern den Beweis des verkehrstechnischen Nutzens von S21. Und Sie, Herr Schmidt, wissen, dass das Gegenteil, nämlich Rückbau der Schienenkapazität und damit Herabwürdigung des Verkehrsknoten Stuttgart bewiesen sind. Und es auch nie eine ernsthafte Absicht der Bahn war, mit S21 etwas anderes zu bewirken. Also, Herr Schmidt, schützen Sie dieses FFH2-Gebiet, also ein europäisches Naturschutzgebiet Rosensteinpark in der Landeshauptstadt Stuttgart an unserer Seite vor der sinnlosen Zerstörung. Wir fordern darum erneut, setzen Sie bei der Planung alles auf Null. Es soll eine ökologische Planung des Bahnverkehrsknoten Stuttgart von Anfang an mit den gleichberechtigten Bürgern stattfinden. Darum. Danke. Darum, speziell für Sie als Finanzminister, aber auch für alle anderen Verantwortlichen in Land und Stadt, die immer wieder und erst recht nach der Volksabstimmung betont haben, dass für Sie der Kostendeckel gelte und dass Sie nicht mehr Geld als bislang vereinbart ausgeben würden, haben wir diese Kostendeckel mitgebracht, auf die wir heute pochen werden. Und dies besonders nahe Ihrem Wirkungskreis, nämlich am Schwabestreich auf dem Schlossplatz. Ich hoffe, Sie haben viele Deckel mitgebracht und werden dies auch in den nächsten Wochen tun. Denn man kann es nicht oft genug tun, auf den Kostendeckel zu pochen. Und liebe Mitdemonstranten, wir haben für empfindliche Ohren am Infostand Europax mitgebracht, denn für keinen soll es zu laut werden. Nehmen Sie also etwas Rücksicht auf Ihren Nebenmann. Denn, Herr Schmidt, selbst der konservative Fokus spricht mittlerweile von 20 Milliarden Kosten für S21, wollte man denn gesetzeskonform bauen. Alleine 4 bis 5 Milliarden müssten in den Brandschutz gesteckt werden. Also, Hände weg vom Rosensteinpark. Keine offiziellen Informationen darüber, wann die Baumfällarbeiten beispielsweise an der Ehmannstraße oder am Neckarhang des Rosensteinpark losgehen sollen. Das Ende der diesjährigen Vegetationsperiode ist seit dem 1.11. verstrichen. Es gibt mittlerweile vor Ort an der Ehmannstraße einen Container für Flutlichtmasten und die Bahn kann seit Mitte Oktober mit den Arbeiten im Rosensteinpark beginnen. Dies wurde zugunsten der OB-Wahl bisher nicht unternommen. Welche Termine sind im Rosensteinpark geplant? Nach dem eindrucksvollen und erhebenden Parkerlebnis vom 13.10. folgt am Samstag,
3.10. ab 14.30 Uhr ein weiterer Bauerkundungsspaziergang mit Bruno Baumann im Rosensteinpark. Treffpunkt ist die Stadtbahnhaltestelle U14, also am kommenden Samstag. Sie können natürlich auch gerne vorher im Park spazieren gehen und die Lage beobachten, so wie es unsere Parkwächter ebenfalls tun. Und dafür möchte ich den Parkwächtern von hier aus auch nochmal ausdrücklich danken. Ein weiterer Rosenstein-Erkundungsspaziergang mit Hermann Göckeler findet ab 14 Uhr am Samstag, 10.11. statt. Diesmal ist Treffpunkt am Eingang des Rosenstein-Museums. Aus aktuellem Anlass findet am Sonntag, den 11. November um 10 Uhr im Rosensteinpark ein Aktionstraining der Parkschützer statt. Wir wollen verhindern, dass die Projektbetreiber und die Politik wieder sinnlos Bäume fällen. Wer sich hierfür gut vorbereiten will, ist von den Trainern herzlich eingeladen, am Training am Sonntag, 11. November um 10 Uhr im Rosensteinpark teilzunehmen. Die Anmeldung erfolgt unter der Mailadresse aktionstrainings@unserpark.de. Ich wiederhole noch einmal, aktionstrainings@unserpark.de. Bitte lesen Sie dazu auch bei Abrissaufstand. Das war unsere Kundgebung mit einem sehr ernsten Unterton, ganz klar. Wir werden nun unseren Demozug laufen. Unser Frontbanner heißt ebenfalls Hände weg vom Rosensteinpark. Wir werden oben bleiben. Wir laufen wieder auf der gewohnten Demo-Route am Spielwarenkurz vorbei über den Schillerplatz, Schlossstraße. Dort findet, wenn alle da sind, der Schwabenstreich statt, bereichert um die Note Kostendeckel. Dann geht es weiter über die Bolzstraße, Theodor-Heuss-Straße, über die Kreuzung zur Schillerstraße, zur Mahnwache. Und dort endet der Demozug und dort endet auch unsere Versammlung. Und nun wünsche ich uns einen guten Verlauf des Demozuges. Einen schönen Abend und wir treffen uns nächsten Montag hier. Und als Vorausblick, die 150. Montagsdemo wird vor dem Bahnhof stattfinden, am 26.11., aber bis dahin ist noch etwas Zeit. Schönen Abend an alle, vielen Dank! Und jetzt kennen wir alle noch, wessen Stadt? Unsere Stadt! Wessen Wasser? Unser Wasser! Wessen Mineralwasser? Unser Mineralwasser! Wessen Bahnhof? Unser Bahnhof! Wessen Park? Unser Park! Wessen Bäume? Unsere Bäume! Wessen Straßen? Unsere Straßen! Wessen Geld? Unser Geld! Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Kommt am 3.11. in den Rosensteinpark! Zeigt den oben, dass uns dieser Park nicht egal ist. Guckt, dass ihr alle Leute mitbringt. Jeder, wo gehen kann, sollte hinkommen.